fish I go in. Wird den Zusammenhang zwischen Antifeminismus und Autoritarismus in weiten Teilen der Gesellschaft darlegen. Frau Lange ist wissenschaftlich, arbeitet wissenschaftlich, journalistisch und ist in der politischen Bildungsarbeit tätig zu Themen rund um Rechtsextremismus und Geschlechterverhältnisse. Du bist Autorin zahlreicher Beiträge zu antifeministischem Denken als Scharnier zwischen extremer Rechte und anderen Teilen der Gesellschaft. Und Frau Lang arbeitet aktuell als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Krise der Geschlechterverhältnisse, Antifeminismus als Krisenphänomen und mit gesellschaftsspaltendem Potenzial. An der Universität Marburg und ist Herausgeberin des Sammelbands Antifeminismus in Bewegung, aktuelle Debatten um Geschlecht und sexuelle Vielfalt. Ich muss das immer ablösen. So, jetzt. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Vielen Dank, dass du den langen Projekttitel ausgesprochen hast, so muss ich es nicht tun. Uschi Birser hat heute Morgen schon unser Akronym genannt, Reverse. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier vortragen zu können. Mein Beitrag basiert ein Stück weit auf einem Beitrag, den ich in dem Dossier zum Autoritarismus der Böll-Stiftung aus dem letzten Jahr veröffentlicht habe. Und ich möchte tatsächlich eben nochmal weggehen vom im engen Sinne Rechtspopulismus, so schwammig wie dieses Phänomen auch immer ist. Und ich hätte gerade auch noch ganz viel sagen wollen, genau zu diesem schwammigen Begriff Rechtspopulismus, der ein Stück weit, glaube ich, auch dort benutzt wird, wo man es sich nicht traut, es völkische Rechte zu nennen oder extreme Rechte. Ist der Begriff des Rechtspopulismus zumindest in der populären Debatte immer so ein bisschen weich gespült hat. Das kann man kritisieren, das hat auch Vorteile. Das haben wir sicherlich in den einzelnen Workshops heute auch nochmal, heute und morgen. Den Zusammenhang zwischen Antifeminismus und ich greife mir hier den Autoritarismus raus, also den Zusammenhang zwischen Antifeminismus und Autoritarismus sehe ich eben genau nicht nur in diesem wie auch immer gearteten Rechtspopulismus. Denn antifeministisches Denken findet sich ebenso wie verschiedene Dimensionen autoritärer Einstellung in breiteren Teilen der Gesellschaften. Und so möchte ich heute argumentieren, es konturiert eben auch staatliche Politiken, es konturiert die ihnen häufig zugrunde liegenden Normen in Bezug auf Geschlecht und Sexualität. Um es an einem Beispiel festzumachen, mit dem ich mich eben die vergangenen 2 Jahre im Rahmen des Reverse-Projektes an der Philipps-Universität Marburg beschäftigen durfte. Der rechte Widerstand gegen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften ist das eine. Der jahrzehntelang verschleppte politische Prozess zur Ehe für alle ist das andere. Und, so möchte ich hier und heute argumentieren, die neoliberale Vereinnahmung oder vielleicht gar erst die Ermöglichung von Politiken der Diversifizierung von Lebensweisen ist das dritte Problem. Ich möchte somit in 4 Schritten hier vorgehen. Zunächst erläutere ich die Dimensionen von Antifeminismus, die sicherlich anschließen an einiges, was wir heute schon gehört haben. Anschließend kennzeichne ich autoritäre Elemente in Politiken des Staates und seiner Organe. Hierauf bzw. auf die Liberalisierung von Geschlechter- und Sexualitätsnormen in neuen Gesetzesvorhaben reagieren dann eben all jene Akteure, die wir als autoritär, rechtspopulistisch, rechts markieren. Ich gehe da gar nicht weiter ins Detail, weil ich eben davon ausgegangen bin, dass Floris das vorher schon an verschiedenen Beispielen festgemacht hat, sondern werde mich auf 1 bis 2 Fallbeispiele beziehen. Ich möchte jedoch abschließend auf den widersprüchlichen Charakter von Politiken der Liberalisierung von Geschlecht und Sexualität im Kapitalismus eingehen und mich der Forderung nach Haltung und Solidarität im Sinne des hiesigen Veranstaltungstitels anschließen. Uschi Birser hat es heute Morgen schon angesprochen, das Problem, den Antifeminismus in den Einstellungsforschungen zu erheben oder ihn zumindest erstmal zu finden. Wenn ich hier von Antifeminismus auf der Ebene der Einstellung rede, dann rede ich über ein Bündel an Einstellungsdimensionen, welches die Ablehnung eines von Antifeministinnen als in irgendeiner Weise omnipotent gekennzeichneten, beschriebenen Feminismus beinhaltet. Aber es geht weit darüber hinaus. Denn es geht mir hier weitgehend um all jene Aussagen, in denen sich Personen in Diskussionen, jetzt zitiere ich, in Diskussionen um Familien, Geschlechter und sexualitätsbezogene Themen heteronormativ und eben gegen die Auspluralisierung sexueller, geschlechtlicher und familiärer Lebensweisen stellen. Die hierin aufgemachten Anwürfe gegen den Feminismus und die Liberalisierung geschlechtlicher und sexueller Lebensweisen gehen weit über eine bloße Feminismuskritik hinaus
und unterscheidet sich ebenso von in Anführungsstrichen bloßen konservativen Geschlechtervorstellungen, wie Ilse Lenz heute Morgen darauf hingewiesen hat und auch in ihren Veröffentlichungen. Sie benennen das, wovon sie sich abgrenzen, teilweise gar nicht mehr selbst als Feminismus, sondern greifen auf argumentative Figuren wie die angebliche Sexualisierung von Kindern oder die vorgebliche Sorge um das Kindeswohl zurück. Antifeminismus lässt sich somit oder ließe sich somit auf der Einstellungsebene in die Dimensionen Homophobie, Transphobie und Sexismus sowie klassische Frauenfeindlichkeit runterbrechen. Er umfasst weiterhin als wohl sichtbarstes aktuelles Phänomen die Gegnerschaft zur Vielfalt sexueller, geschlechtlicher und familialer Lebensweisen, die ihren Ausdruck findet unter anderem in den Angriffen konservativ, christlich und extrem rechter Akteure gegen eine angebliche Gender-Ideologie, wir hatten es heute schon, oder gar die Frühsexualisierung von Kindern. In der Bielefelder Mitte-Studie Verlorene Mitte, feindselige Zustände von Andreas Zick und seinem Team aus dem Jahr 2019 werden Teile dieser Einstellungsdimensionen als Heterosexismus oder sexuelles Vorurteil erhoben. Dort taucht auf die Abwertung von homosexuellen Menschen sowie die Abwertung von Transmenschen und der Sexismus. Die Autorinnen der Studie greifen dies als Teil rechtspopulistischer Einstellungen auf und suchen nach der Verbreitung dessen in der ökonomisch wie auch politisch von ihnen definierten Mitte der Gesellschaft. Dies geht jedoch für die Beantwortung der Frage nach autoritären Formierungen, die ich heute beantworten möchte, nicht weit genug und wirkt stellenweise ahistorisch, wenn dort in der Einstellungsdimension Sexismus zum Beispiel nur danach gefragt wird, halten Sie es für, also stimmen Sie der Aussage zu, für eine Frau sollte es wichtiger sein, ihrem Mann bei seiner Karriere zu helfen, als selbst Karriere zu machen? Oder die andere Frage lautet da, Frauen sollten sich wieder mehr auf die Rolle der Ehefrau und Mutter besinnen. Das beschränkt den Aspekt Sexismus tatsächlich auf die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt und wirkt insofern ahistorisch, als dass dies, so würde ich argumentieren, nicht die zentrale Konfliktlinie in Bezug auf die Abwertung von Frauen in modernen Gesellschaften ist. Es blendet patriarchale Machtverhältnisse aus, die sich nach wie vor unter anderem im Zugriff von Männern auf die Körper von Frauen mit Queers ausdrücken, in Gewalt, Mobbing und vielen anderen. Anders sieht es da schon aus in der Leipziger Studie Flucht ins Autoritäre von Oliver Decker und seinem Team. Dort wiederum, so möchte ich kritisieren, fehlen jedoch explizite Items und Fragen, die nach der Akzeptanz oder Ablehnung vielfältiger geschlechtlicher und sexueller Lebensweisen fragen. Weder wird dort die Zustimmung der Befragten zu sexistischen Aussagen erhoben, noch die Ablehnung homosexueller Lebensweisen, wie es teilweise in den Vorgängerstudien noch der Fall gewesen ist. Damit fehlt für uns als Leserinnen eben auch der Blick auf die Geschlechterpolitiken staatlicher Akteure und deren Wechselwirkung mit autoritären Anrufungen des Staates von rechts. Bei aller Kritik an der Geschlechterblindheit, insbesondere der Leipziger Studie, wie sie im Jahr 2018 erschienen ist, bietet jedoch insbesondere diese als Autoritarismusstudie veröffentlichte einen neuen Frame, in dem sich die aktuell vehement geführten antifeministischen Debatten und ihre heterogene Trägerschaft sowie die vielfältigen Anschlussstellen an gesellschaftliche Geschlechterpolitiken verstehen lassen, wie wir sie hier und heute diskutieren. Der Rückgriff von Decker et al. Auf die Arbeiten des Frankfurter Instituts für Sozialforschung zum autoritären Charakter eröffnen ein altes und eben neues Erklärungsmodell für extrem rechte Einstellungen in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Ähnlich wie Adorno, Horkheimer, Fromm und auch Marcuse dient den Autoren der Studie dabei die Feststellung, ich zitiere sie hier, einer autoritären Persönlichkeit als Gesellschaftskritik. Nicht die Individuen bzw. ihre Vorteile und antidemokratischen Einstellungen stehen im Fokus der Kritik, sondern die Gesellschaft, die Menschen zu autoritären Persönlichkeiten formt. Es handelt sich damit eben um eine umfassende Gesellschaftskritik, die den Umgang einer Gesellschaft mit ihren Individuen und insbesondere mit den Schwächsten unter ihnen zum Ausgang ihrer Überlegungen macht. Und die auf einen Zusammenhang zwischen autoritären Einstellungen der Einzelnen und autoritären Dynamiken moderner Gesellschaften verweisen. Auch mein Kollege Christopher Fritsche plädiert dafür, Antifeminismus stärker als Teil des autoritären Charakters zu verstehen und regt hierfür insbesondere an, Antifeminismus in Rückgriff auf die Studie Autorität und Familie aus dem Jahre 1936 als eine Form der autoritären Rebellion auch heute noch zu begreifen. Als autoritär fasse ich hier heute all jene Politiken,
die das Allgemeine über das Wohl des Individuums stellen und insbesondere im Bereich der Geschlechterpolitiken auf die geschlechtliche und eben nicht selten körperliche Zurichtung des Individuums zugunsten einer rigiden Geschlechternorm setzen. Dieses wiederum schränkt die Freiheit der Einzelnen ein, über ihr Privatleben oder selbst über ihre Körper selbst zu bestimmen. Ich finde dies, wie eingangs gesagt, nicht nur im extrem rechten, im rechtspopulistischen Denken und den rigiden Geschlechtervorstellungen unter Maßgabe des Wohles der Volksgemeinschaft, sondern eben auch im Zugriff des Staates auf die Körper und Lebensweisen von Frauen und Queers. Am Beispiel der Ehe für alle lässt sich das festmachen, denn hier war es gleichgeschlechtlichen Paaren bis zum Herbst 2017 eben nicht möglich, die Ehe mit allen daran gebundenen Rechten einzugehen. Die Paragraphen 218 und 219 regeln nach wie vor die legale Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruches und sprechen Frauen die vollumfängliche Selbstbestimmung über ihre Körper ab. Insbesondere auf Grundlage des Paragraphen 219a, wisst ihr alle, wird die Möglichkeit zur Selbstinformation nach wie vor massiv eingeschränkt. Die Philosophin Bini Adamczak schrieb dazu in diesem Jahr, ich zitiere sie, Menschen, die eine Schwangerschaft abbrechen wollen, dürfen sich darüber nicht von ihren Ärzten informieren lassen. Menschen, die ihren Geschlechtseintrag ändern lassen wollen, dürfen das nicht selbst entscheiden. Wer eine Abtreibung vornehmen lassen will, muss nach wie vor eine Zwangsberatung über sich ergehen lassen. Häufig, so wurde uns in Experteninterviews mit am Prozess zur Ehe für alle beteiligten Parlamentarierinnen geschildert, sind genau dies die parlamentarischen Verfahren, die am langwierigsten geführt werden und häufig unter einem Fokus auf gesellschaftliche Werte, die darin verhandelt werden. Demokratietheoretisch fragwürdig kommt hinzu, dass sowohl die Öffnung der Ehe für alle als auch Gesetzesnovellen in Bezug auf die Rechte von Inter- und Transpersonen erst nach mahnenden Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes erlassen wurden. Urteile, in denen die Ungleichbehandlung jeweils als unzulässig beurteilt wurde und die den Gesetzgeber aufforderten, also dazu zwangen, dort Abhilfe zu schaffen. All jene Momente, in denen der Gesetzgeber unzulässig diskriminierende Gesetze ändert, novelliert, geabschafft, dienen dann wiederum den rechten Akteuren, über die wir hier schon geredet haben, dazu für Gegenmobilisierung. Hier tun sich in der Regel politische Projekte von rechts auf, die insbesondere durch ihren regressiv-autoritären Charakter zu kennzeichnen sind. Als Beispiel der Bildungsplan in Baden-Württemberg. Der Bildungsplan Baden-Württemberg provozierte sehr schnell einen christlich-neurechten Widerstand gegen die Verabschiedung dieses Bildungsplanes, verschob allerdings den Fokus über die Monate der Mobilisierung hinweg auch auf eine Mobilisierung gegen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Zunächst wurde im Herbst 2014 wurden Pläne der Landesregierung Baden-Württemberg bekannt, nach denen die real gelebte Vielfalt geschlechtlicher und sexueller Lebensweisen Eingang finden sollte in den Rahmenlehrplan des Landes. Es regte sich relativ schnell Widerstand, zunächst von einem Realschullehrer aus der Provinz. Schnell erhielt er allerdings Unterstützung von bundesweit aktiven Strukturen rund um die antifeministischen Aktivistin Beatrice von Storch, die heute bereits benannt wurde, und Hedwig Freifrau von Bemerförde. Unter dem Motto Ehe und Familie vor, Stopp der Sexualisierung unserer Kinder, fand sich eine selbsternannte Demo für alle im genauen Anklang an die französischen Proteste der Manif Poitou zusammen und mobilisierte seit Anfang 2015 zu regelmäßigen Demonstrationen nach Stuttgart. Wir sehen hier eines der Fronttransparente. Die Forderung, der Staat habe sich aus der Sexualerziehung der Kinder rauszuhalten. Dass es sich bei einer Sichtbarmachung der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt in der Regel nicht um eine Sexualerziehung handelt, sei mal dahingestellt. Es waren dieselben Initiatoren und Initiatorinnen, die den thematischen Fokus alsbald erweiterten und ihre Kritik eben auch an die Öffnung der Ehe für alle für gleichgeschlechtliche Partnerschaften verschoben. Die erste Forderung appelliert ganz klar an den Staat, sich aus der Erziehung der Kinder rauszuhalten. Die zweite formuliert einen expliziten Appell an den Gesetzgeber, den eigenen Lebensentwurf, heterosexuell, monogam und mit Kindern, weiterhin zu privilegieren, gegenüber der eben zu diesem Zeitpunkt gültigen Lebenspartnerschaft, eingetragenen Lebenspartnerschaft. Ich fand das ganz interessant, heute Morgen auch in den Ausführungen von Nildata wiederzufinden, der
von der Gleichzeitigkeit von Forderungen an einen Strong State und an einen Small State gesprochen hat. Dabei verwies eben auch schon das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2002 in seinem Urteil zum Lebenspartnerschaftsgesetz darauf, ich zitiere, der besondere Schutz der Ehe in Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes hindert den Gesetzgeber nicht, für die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft Rechte und Pflichten vorzusehen, die denen der Ehe gleich oder auch nahe kommt. Dem Institut der Ehe drohen keine Einbußen durch ein Institut, das sich an Personen wendet, die miteinander keine Ehe eingehen können. Sprich, um es zusammenzufassen, das Wesen der Ehe, eine Verantwortungsgemeinschaft miteinander einzugehen, wird weder unterwandert noch verletzt, wenn auch andere dies dürfen. Die damals konservativ regierten Bundesländer Bayern, Thüringen und Sachsen hatten bereits damals ein Normkontrollverfahren angestoßen, was eben im bereits zitierten Urteil geendet ist. Nach der Verabschiedung der Ehe für alle im Sommer 2017 war ein weiteres Normkontrollverfahren vom Land Bayern erwogen worden, allerdings nach Erstellung eines Gutachtens für die bayerische CSU nahm man davon Abschied. Etwas, worauf die Organisatorinnen der Ehe für alle doch sehr gehofft hatten, dass es genau dieses Normkontrollverfahren wieder geben würde. Es sind Momente, in denen autoritäre Politiken darüber, wer die Ehe eingehen oder wer in welcher Weise selbst über den eigenen Körper bestimmen kann, den Rechten als Mobilisierungsmoment dienen. Politisch wenig erfolgreich, wenn wir uns anschauen, dass weder das Gesetz zur Ehe für alle rückgängig gemacht wurde, sowie von der AfD im Deutschen Bundestag beantragt. Ich habe hier einen Ausschnitt aus zwei Anträgen der AfD, unter anderem auf die Rücknahme des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts. Die Reaktion darauf, dass dieser Antrag abgelehnt wurde von allen im Deutschen Bundestag vertretenen Parlamentarierinnen und Parlamentariern, also das heißt auch von all jenen, die in der Unionsfraktion vertreten sind und nicht einstimmig, wie wir alle wissen, für die Eheöffnung gestimmt haben im Sommer 2017. Dem folgte, und auch das ist ein interessanter Shift nochmal zu beobachten, von dem Hintergrund von all dem, was wir heute schon gehört haben, ein Antrag der AfD in diesem Sommer, Babys willkommen zu heißen, Familie zu leben und eben die traditionelle heterosexuelle Familie vor der Diskriminierung durch die Ehe für alle zu schützen. So im Untertitel zusammengefasst. In der Debatte um den Antrag der AfD stimmten, wie gesagt, sämtliche Parlamentarierinnen gegen den Antrag, eben auch all jene aus der Unionsfraktion, die in der Abstimmung zur Eheöffnung selbst noch mehrheitlich gegen diese gestimmt hatten. Also können wir jetzt zusammenfassen, alles ist gut. Es handelt sich gegebenenfalls um die letzten Zuckungen eines Patriarchats im Niedergang? Fragezeichen. Ich möchte eine Einschränkung vornehmen und auf die Gefahren verweisen, die entstehen, wenn wir uns eben nur auf die rechten Gegner und Gegnerinnen der Geschlechterdemokratie beziehen oder gar Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich der Geschlechter- und Familienpolitik isoliert von anderen Herrschafts- und Machtverhältnissen betrachten. Denn, wie Ilse Lenz heute Morgen schon ausführte, ist es tatsächlich eine Parallelität gerade zu beobachten zwischen einem Mehr an Geschlechtergleichheit, die parallel geht mit einem Mehr an insgesamt gesellschaftlicher und sozialer Ungleichheit. Und die zeitigt Effekte. Denn es sind nicht selten dieselben Politiker und Politikerinnen, die Bürger und Bürgerinnen zu mehr privater Vorsorge fürs Alter ermuntern, die sich eben schon früh für die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen haben. Als Versorgungs- und Verantwortungsgemeinschaft und damit eben als Korrektiv eines Abbaus des Sozialstaats. Der Staat in seiner Funktion als Garant der sozialen Sicherheit hat in diesem Sinne ganz objektiv etwas davon, wenn die soziale Absicherung ins Private verlagert, also durch Paarbeziehungen aufgefangen wird. Ähnliche Argumentationen fanden wir in der Argumentation oder in dem parlamentarischen Prozess zur Ehe für alle nur selten wieder. Es war tatsächlich eine Verhandlung von Werten. Es waren nicht derlei ökonomische Argumentationslinien, die wir dort nachvollziehen konnten. Somit ist die vermeintlich anti-autoritäre Liberalisierung geschlechtlicher und sexueller Lebensweisen eben Teil, nicht Gegenspielerin von Entdemokratisierungsprozessen. Gerade deswegen wäre ich hochinteressiert gewesen, in der Autoritarismusstudie von Decker und anderen darüber zu lesen, wie sich antidemokratisch-autoritäre Haltung in Bezug auf Geschlecht und Sexualität, etwa zu denen in der Dimension Sozialdarwinismus oder in der Dimension Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur wiederfinden.
Und auch Gundula Ludwig sieht den Zusammenhang zwischen autoritären Einstellungen beim Individuum und staatlichen Politiken. Wenn sie hier zu dem Schluss kommt, ich zitiere sie, dass Politiken der individuellen Freiheit die gegenwärtige Autoritarisierung mit vorbereitet haben. Offenbar haben bereits individualisierende Politiken der Freiheit antidemokratische, antisolidarische und antiplurale Normen in der Mitte der Gesellschaft und eben in den Lebensweisen der Menschen verankert. Zitat Ende. Und somit macht Ludwig die kapitalistisch-neoliberale Wirtschaftsordnung zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen, lässt diese also nicht außen vor. Diese Perspektive lenkt den Blick weg von den Gegnern und Gegnerinnen der Demokratie, eben auch der Geschlechterdemokratie, hin zu den antidemokratischen und neoautoritären Tendenzen im Herzen der demokratisch und kapitalistisch verfassten Gesellschaft. Sie vermag eine Antwort zu geben auf eine anhaltende Popularität sogenannter Witze über Gender-Toiletten oder geschlechtergerechte Sprache, wie wir sie in der Büttenrede von Annegret Kramp-Karrenbauer sehen konnten. Und sie hinterfragt damit die Resonanzräume antifeministischen Denkens in unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft. Und nicht zuletzt nimmt sie uns als Akteure und Akteurinnen progressiver, im besten Sinne und unserem Selbstverständnis emanzipatorischer Geschlechterpolitiken eben nicht aus der Verantwortung. Und Emanzipation, so möchte Nancy Fraser zitieren, bedeutet eben nicht die Diversifizierung der kapitalistischen Hierarchie, sondern ihre Abschaffung. Ich möchte insbesondere meinen letzten Punkt, die Verwobenheit progressiver Geschlechterpolitiken mit neuen Formen ihrer Gegnerschaft, nicht als Plädoyer gegen Erstere verstanden wissen. Ganz im Gegenteil ende ich eben in meinem Beitrag für das Dossier Politik im autoritären Sog, der diesem Vortrag zugrunde liegt, mit einem Appell für eine radikale Solidarität von unten. Vielleicht eben auch ein Stück weit als ein Korrektiv. Es geht mir darin nicht um ein Gegeneinander von Perspektiven, wie es in Debatten um eine neue Klassenpolitik versus ideologiekritische Ansätze heute gern getan wird, sondern ein Zusammendenken kultureller und ökonomischer Momente in der Auseinandersetzung mit Rechten und anderen autoritären Phänomenen. Eine radikale Solidarität, zitiere ich somit mich selbst, über Grenzen von Staaten, Klassen, Milieus und Lebensweisen, sucht die Anerkennung der jeweils anderen in ihrer Vielfalt und stellt sich autoritären Dynamiken und deren Politiken entgegen. Radikale Solidarität schafft damit eine Verbindung zwischen Menschen, die in unterschiedlicher Weise autoritäre Zugriffe auf ihr Leben erfahren. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Ich eröffne. Irgendwelche Nachfragen? Möchten Sie noch mit nach vorne kommen und vielleicht... Alle ganz erschlagen. Ja, danke Juliane für den tollen Vortrag. Ich habe auch schon längere Zeit darüber nachgedacht, inwiefern sich dieser hyper-neoliberale Individualismus letztlich mit völkischem Autoritarismus irgendwie verschränkt, und zwar gerade am Thema Geschlecht oder Geschlechterpolitik oder Antifeminismus. Und ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, und den du jetzt hier nochmal aufgeworfen hast, weil ich auch genau zu dem Schluss gekommen bin, und zwar genau auch am Beispiel von Christina Schröder, allerdings an ihrem Buch Danke emanzipiert bin ich selbst, den sie ja gegen Feminismus, gegen einen angeblich bevormundenden Feminismus geschrieben hat, der ihr angeblich irgendwie den Handlungsspielraum wegnehmen möchte. Und ich glaube auch, dass quasi in diesem neoliberalen Leistungsverständnis ja sehr stark die Idee vorherrscht, dass wir und eben auch Frauen sozusagen aufgrund von Eigenleistung dahin gekommen sind, wo wir sind, und nicht aufgrund von solidarischer oder ja, sozialstaatlicher Unterstützung oder Chancengleichheitspolitik. Und dass quasi da diese Vorstellung von eigentlich von so einer Naturalisierung von Hierarchie, also da sind die halt kompatibel. Das ist quasi das Individuum, bei den Neoliberalen ist es das Individuum, das sich selbst überlassen ist und halt aus eigenen Leistungen das entweder schafft oder nicht. Und wenn es es nicht schafft, ist es halt selbst schuld oder quasi eben nicht gut genug. Und beim völkischen Denken ist es quasi so eine Art von, also da wird das hierarchische Denken über
ja, sehr traditionalistische, biologistische Vorstellungen von Hierarchie vermittelt, aber beides ist eben aneinander anschlussfähig und da, das halte ich tatsächlich auch für die ja, sehr große Gefahr, diese Kompatibilität in einer Idealisierung von einer hierarchischen Gesellschaft letztlich. Also nur so als Ergänzende. Ja, ich habe noch was zu Floris. Und zwar zur Frage, ja, welche Gemeinsamkeiten sind da? Und da hast du den Familismus, Familialismus herausgearbeitet. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist eine Form von Männlichkeit, die ganz, ganz wichtig ist. Und die kommt zum Tragen in der Klimapolitik oder besser gesagt in der Leugnung der gesellschaftlich gemachten, des gesellschaftlich verursachten Klimawandels. Weil fast, oder ich glaube sogar alle Klimaleugner sind antifeministisch und alle sind auch irgendwie rechts. Ne? Und da gibt es halt eine Verbindung, die ganz deutlich wie zum Beispiel bei dieser Gruppe Hubraum for Future, ne? Wo dann wo es um männliche Energie geht, um männliche Raumnahme, ein extremer Hass auf Greta Thunberg und ja, es geht einfach um männliche Energie. Ne? Es geht um männliche Energie vom Fleischessen, ne? Ich brauche Fleisch, sonst bin ich kein Mann, über Autofahren und so weiter. Also ich glaube, diese männliche Energie, die ist was im Faschismus vorkommt und was auch im Antifeminismus vorkommt, noch als weiterer Grund. Und der ist nicht einfach Autoritarismus und auch nicht Familismus, sondern nochmal so ein eigener Bestandteil. Also ich glaube, das spielt auf jeden Fall, also Männlichkeit spielt an sehr, sehr vielen Stellen da eine Rolle, da will ich gar nicht widersprechen. Ich würde Juliane zustimmen, ich würde das irgendwie auch als eine Facette von Autoritarismus, ich würde das da irgendwie, das, also es gibt, glaube ich, keinen Autoritarismus ohne diese Männlichkeit. Wenn man die alten Autoritarismus-Studien und Theorien der kritischen Theorie durchliest, da geht es immer um Männlichkeit. Und ich glaube, dass Autoritarismus und Männlichkeit ist irgendwie so sehr stark verknüpft. Gleichzeitig muss man natürlich aufpassen, dass wenn man das so sehr betont, man nicht vergisst, dass irgendwie so 30-40% derer, die rechtspopulistisch wählen, nicht Männer sind. Die äußern keine Vergewaltigungs- oder die äußern seltener Vergewaltigungsfantasien über Greta Thunberg in sozialen Medien. Und das ist sozusagen ein sehr spezifisches Phänomen. Aber man darf sozusagen, also die Männlichkeit spielt eine Rolle, man darf deswegen nicht die Frauen, die da aktiv beteiligt sind, unsichtbar machen. Aber das ist auch eher eine Ergänzung als ein Widerspruch zu dem, was du sagst. Und vielleicht noch einmal ganz kurz nochmal zu dieser Sache mit der Normalisierung. Und also ich muss sagen, als ich diese Sache mit dem Kram-Karrenbauer-Witz gehört habe, ich habe mich gefreut und habe gedacht, wow, erstens irgendwie eine CDU-Spitzenpolitikerin hat es nötig, über Toiletten für alle Witze zu machen. Zweitens, dafür kriegt sie irgendwie heftigen Gegenwind. Das würde ich sozusagen, also jetzt sozusagen bewusst sozusagen fortschrittsoptimistisch gegenfällen, wir sind sehr weit gekommen, wenn sozusagen das die Kampflinie ist, dass irgendwie eine CDU-Parteivorsitzende Gegenwind dafür kriegt, einen Witz über was zu machen, von dem die vor 10 Jahren nicht mal wussten, dass es das als Forderung geben könnte und wir wahrscheinlich auch zu großen Teilen nicht. Und da würde ich sagen, das ist was, was mich optimistisch stimmt erstmal. Okay. Ja, danke schön auch für 2 sehr spannende Vorträge. Ich habe eine Rückfrage und zwar zur Kontingenz und Konsistenz des Ganzen. Also du hast ja relativ deutlich gemacht, dass das auch eine kontingente Entwicklung ist, abhängig von den jeweiligen Netzwerken. Und mich würde interessieren, inwiefern dann sowas wie ein wechselseitiges Lernen stattfindet. Also meine These ist, dass die AfD also zunächst Gender überhaupt nicht auf der Platte hatte, sondern Beatrix von Storch mit Gender, Gaga und Unsinn und kein Wunder, dass sie damit erstmal auf den Bauch gefallen sind. Ne? Und jetzt so allmählich versuchen sie also auch überhaupt sowas wie Gender-Positionen zu beziehen. Und die Frage ist, inwiefern sie und in welche Richtung sie da gucken in Europa. Die zweite Anmerkung wäre, dein Satz, dass es keine positive feministische Position gegeben hätte. Also ich denke schon, dass diese Frage Familiensplittung, wenn wir daran kommen, dann wird es echt heikel. Also es ist einfach auszureihen, wo die antifeministisch sind. Aber wenn es um sowas wie Bereiche von Subsistenz, Anerkennung von Care-Arbeit geht und sich das stärker ausformulieren wird in einer extremen Problemlage,
und Stichwort Familiensplittung, dafür ist die AfD, dann wird es sehr schwierig sein, das zu sortieren und sich zu verhalten. Ich kurz als Rückfrage, woran machst du das fest, dass die AfD das Thema Gender erst kürzlich entdeckt hat? Weil, also zumindest, dass sie sich für die traditionelle Familie in der Form einsetzt, das stand ja schon in ihren Grundleitlinien, die sie sich zur Europawahl 2014 gesetzt hat. Sie hat es tatsächlich klassisch in dieser Strategie, die eine Data heute Morgen skizziert hat, als etwas für und noch weniger aggressiv gegen formuliert. Aber es waren von Beginn an die drei Standbeine der AfD, nämlich die Anti-Migrationspolitik, die Anti-Euro-Politik und die Geschlechter- und Familienpolitik. Ja, ich verstehe jetzt unter Genderpolitik so etwas wie differenzierte und ausgefeilte Positionen, dass man etwas in Blanco ablehnt, ne? Und sagt, das ist Gaga und dagegen sind wir und das muss man abschaffen. Das ist ja keine Politik, sondern das ist, wie soll man sagen, eine Grenzziehung. Und mir scheint schon, dass, also, das ist jetzt eine Alltagshypothese, ne? Ich kann das auch nicht belegen, dass die AfD da irgendwie Lernprozesse mitmacht, weil sie auch merkt, sie wird von Frauen wenig gewählt und all sowas. Ne? Also, von daher würde ich auch erstmal sagen, da entsteht eine Position allmählich, die in Frankreich nicht schon ziemlich ausgefeilt erscheint. Also, wir haben jetzt eben zwei Unterschiede, ich habe vielleicht einen etwas zu einfachen Politikbegriff gehabt. Deswegen ja meine Nachfrage. Ich finde es ja ganz interessant, das, was du ja auch referiert hast, dieser Anteil von einem Drittel Wählerinnenstimmen und zwei Dritteln Wählerstimmen, das zieht sich als ein Kontinuum seit den 1920er Jahren, zumindest im deutschen Bereich, durch. Also bei extrem rechten Parteien. Und dadurch ist das zumindest eher ein Kontinuum und gar nicht so sehr das Neue, was die AfD jetzt abrufen kann. Es wäre eher neu, wenn sie heute mehr Frauenstimmen abrufen könnte, als es Parteien vor ihr geschafft haben. Ich glaube, ich spüre hier ein Missverständnis. Ich glaube, du meintest gar nicht sozusagen, dass der Antigenderismus neu ist, sondern dass sie ausgefeilte Positionen zu geschlechterpolitischen Fragen haben ausformuliert. Das ist das Neue. Und du meinst, glaube ich, eher den Antigenderismus. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, ich habe so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Einfach. Und ich glaube, auf jeden Fall, da finden diverse Lernprozesse statt. Die Parteien gucken alle, wer hat in welchem anderen Land wie Erfolg. Wie können wir das übertragen? Und das wird ja auch teilweise öffentlich, teilweise nicht öffentlich und dann geleakt, auch genauso reflektiert. Und dann gibt es aber sozusagen, und das, ich glaube, das lässt sich aber nicht trennen, sondern das lässt sich aufeinander abbilden, zu dieser Frage, von welchen Netzwerke gibt es, national und international. Dann kommen ja auch irgendwelche Netzwerke auch international auf Treffen zusammen und versuchen dann ihre Position in den Parteien durchzusetzen. Das ist immer ein Konflikt. Und in dem Konflikt finden aber auch Lernprozesse statt und durch Beobachtung. Dankeschön. Ich hätte noch eine Frage, weil ich noch so ein bisschen bei diesem Verhältnis zwischen Autoritarismus und Neoliberalismus hänge und Sie ja Michi Fraser ins Feld geführt haben mit einem Zitat, was ich für zustimmungswürdig halte. Zugleich also dieses, es geht nicht darum, die Differenzen im Kapitalismus irgendwie fairer zu gestalten, sondern sozusagen diese Machtstrukturen, die dahinter liegen, abzuschaffen. Trotzdem würde ich, also aus meiner Lektüre Frasers war ich in jüngster Zeit immer eher enttäuscht, weil ich immer das Gefühl hatte, es kippt bei ihr aber einfach irgendwie dann sehr irgendwie dazu, irgendwie einfach den Kapitalismus zu so einem Hauptwiderspruch irgendwie zu erklären und sozusagen irgendwie auch den Sexismus und den Rassismus zum Beispiel von Trump-Wählerschaft klein zu gehen. Deswegen wäre meine Frage irgendwie tatsächlich irgendwie, also wie schaffen wir das da nicht irgendwie sozusagen immer, wenn man sozusagen auf eine Leerstelle hinweisen möchte, zugleich irgendwie sozusagen in so ein anderes Extrem zu kippen, sondern irgendwie tatsächlich diese Komplexität zu denken. Und eine Anmerkung noch zu der Frage irgendwie der Lernprozesse, und das ging ja auch nochmal um den Biologismus. Ich fand es sehr erstaunlich, die Rede, ich meine, es war von Beatrix von Storch zur Einführung der dritten Option, wo sie sozusagen nochmal aufmacht, irgendwie diesen Gegensatz so, zwischen den armen Intersex Menschen, die sozusagen wirklich biologisch intersexuell sind
und denjenigen, die sozusagen ihrer Ansicht nach diese, also ein Leben zwischen Geschlechtlichkeit oder eben nicht in einem heteronormativen oder traditionellen Sinn Geschlechtlichkeit leben wollen, sich da, also dass sie sozusagen da diesen Unterschied aufmacht. Und ich war schockiert und zugleich auch ein bisschen beeindruckt, weil ich es ziemlich geschickt fand. Also, aber das nur so als Randbemerkung. Und auch diesen Diskurs finde ich ehrlich gesagt nicht nur bei Beatrice von Storch, sondern insgesamt in den Debatten rund um die Gesetzgebung zur dritten Option. Interpersonen werden pathologisiert, das ist noch irgendwie, es wird mit so einem Mitleid in der Unterstimme darüber gesprochen, aber tatsächlich als eine selbstbestimmte Wahl wird das nach wie vor nicht Personen zugestanden. Sondern als so eine Dekadenz, als so was Abgehobenes gebrannt macht. Ich gebe Ihnen und dir recht, was das angeht mit Nancy Fraser oder mit der Kritik daran, dass es eben gerade in dem deutschen Kontext nicht dazu führen soll, Verständnis für die Sorgen der sich selbst so nennenden besorgten Bürger und Bürgerinnen zu wecken. Es soll vielmehr den Blick eigentlich auf Strukturen, also auch auf unsere eigene Rolle in Strukturen hinweisen. Es soll aber gleichzeitig keine Entlastung für die Einstellungen und für die Handlungsweisen eben der Selbstbesorgten wecken. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ich zumindest aus der Rechtsextremismusforschung kenne, wo man sich immer ein Stück weit in einen Balanceakt begibt. Auf Strukturen hinzuweisen, eben an Strukturen auch zu analysieren, um präventiv wirksam zu werden und präventiv arbeiten zu können und gleichzeitig eben kein vorweggeschobenes Verständnis für antidemokratische Einstellungen, antidemokratische Strukturen vorwegzuschieben. Aber hier nochmal. Ja, ich habe noch was auch zu Ilse Lenz mit den Lernprozessen. Die fordern ja eine aktivierende Familienpolitik. Das haben die halt übernommen von Hartz IV, aktivierende Sozialpolitik. Und da ist natürlich auch ein Fördern drin, im Gegensatz zu Hartz IV. Ist ein Fördern drin. Und zwar gibt es in Sachsen jetzt dieses Regierungsprogramm, wie das nennt, von der AfD, wo die sagen, wir wollen ein Familien- und Willkommensgeld von 4.000, 5.000 Euro pro neugeborenes Kind und 3 Jahre lang 750 Euro für ein neugeborenes Kind. Das ist unglaublich viel Geld, gerade halt im Osten. So, und ich glaube, das haben die gelernt aus Polen, weil in Polen ist das nämlich anders. Die Peace-Partei in Polen wird hauptsächlich von Frauen gewählt. Das hat die Friedrich-Ebert-Stiftung mit Zunft der Frauen herausgearbeitet. Und zwar genau deswegen, weil da sehr viel Geld fließt eben an Mütter und an Kinder. So, ne? Das heißt, es kann gut sein, dass da nochmal was kippt. Und ich glaube, auch in Thüringen haut das auch nicht mehr hin mit 1/3, 2/3. Ich glaube, auch da ist es inzwischen... sind es mehr Frauen als ein Drittel. So. Ja, das ist ein grundfeministischer Diskurs. Ne? Wie wird Reproduktion gesellschaftlich anerkannt? Inwiefern wird Hausarbeit bezahlt? All sowas. Da wird also nun was ganz anders geleitet. Ganz kurz nur einen Einwurf, weil die Zahlen schon zweimal genannt werden. Die 1/3, 2/3 bezieht eher auf die Aktive, sozusagen bei den WählerInnen war eher 60-40, aber das sind auch, wie gesagt, nur ganz, ganz große Pi mal Daumen-Werte. Ich glaube, die 1/3, 2/3 habe ich eingeworfen. Entschuldigung, wenn ich da gerade zu... ich weiß nicht, ob das aufgeht. Weil wir haben es ehrlich gesagt in Sachsen und in Thüringen, in ehemals ostdeutschen Ländern, mit ganz anderen Voraussetzungen, gerade in der Arbeitsteilung der Geschlechter zu tun. Und ich habe gerade gestaunt, die 5.000 Euro von der AfD waren mir jetzt nicht bekannt. Ich dachte, ups, das sind aber mehr als die 500 Euro, die damals die NPD gefordert hat. Mal eben eine 10-fache Steigerung. Aber auch schon bei den Frauen in der NPD ist es genau daran gescheitert, gab es vehemente Auseinandersetzungen zwischen den Frauen in Baden-Württemberg und den Frauen in Sachsen, die gesagt haben, es ist selbstverständlich für mich, dass ich aktiv am Berufsleben teilnehme. Die Frage stellt sich gar nicht. In Polen haben wir eine andere Situation. In Polen haben wir eine Beschäftigung von, jetzt müsstet ihr mit den Zahlen unter den Arm greifen, ich glaube von nicht mal 20%, 20% der Frauen, die am formalen Arbeitsmarkt beteiligt sind. Und da schafft natürlich so ein Müttergeld von 5.000 Euro oder ähnliches, was versprochen wird, da
prallt es auf ganz andere Lebensrealitäten. Deswegen wage ich es ein Stück weit zu bezweifeln, dass es so in Sachsen und Thüringen aufgeht. Also mit dem ein Drittel, zwei Drittel, das ist der Bundesdurchschnitt, der stimmt so. Ja, also dass man es manchmal bei Bundesländern, und wir haben unterschiedliche Situationen in West- und Ostdeutschland. Ja, gerade darauf hingewiesen, da muss man auch noch andere Fragen des Transformationsprozesses, das würde jetzt zu weit führen, aber die AfD ist in der Struktur ihres Wählerinnenpotenzials eine extrem rechte Partei. Das ist die Kontinuität, was sie am Anfang nicht hatte. Nicht in dieser Schärfe, sondern das ist sozusagen ein Indikator dafür. Ich würde dir sogar ein bisschen zustimmen. Ich glaube, dass die AfD nicht per se antifeministisch ist, sondern dass das, was wir die letzte Zeit erlebt haben, eher Antifeminismus als populistische Strategie, so würde ich es einschätzen. Ne? Weil das schließt, wenn man sich genauer anguckt, die Geschlechterpolitik und auch die Familienpolitik, die dort vertreten ist, würde ich so nicht einfach etikettieren. Ne? Es ist eine Strategie. Und das ist jetzt interessant im Augenblick, wenn die sich gerade auch von diesem Geschlechterthema oder Gender-Thema wieder abgestehen, das Klima im Zentrum. Es kann sein, dass wir mit AfD das sowieso in nächster Zeit erstmal gar nicht mehr diskutieren, weil die sind jetzt gerade woanders unterwegs. So, ne? Das ist gar nicht mehr so deutlich. Nancy Fraser möchte ich verteidigen. Nancy Fraser hat versucht, das wird in einem schönen Buch, das ist nur ein Interview zwischen Rachel Yeagy und Nancy Fraser. Ist wirklich total gut zu lesen, wo dann ganz klar wird, sie will wirklich grundlegend die Herrschaftsverhältnisse offenlegen und macht eben gerade nicht die Frage von Hopp und Nebenwiderspruch auf. Gegenteil. Ich weiß, dass das manchmal bei ihr so rüberkam, vor allen Dingen in ihrer totalen Entgeisterung bei der Wahl von Trump. Ne, was sie danach rausschoss, ich kann es verstehen. Na, also wenn ich in den USA leben würde, ich hätte was, was ich wie auch reagiert, wo da manches so ein bisschen undifferenziert bleibt. Das, was sie sozusagen uns reflexiv nämlich an die Hand gibt, ist zu sagen, wir, die sich als Feministin, egal in welcher Strömung oder wie auch immer verstehen, oder Frauen, Teil der Frauenbewegung, uns nicht darauf beschränken, danach zu fragen, Pluralismus allein in Lebensstilen und Lebenskonzepten, sondern die Herrschaftsfrage, die dahinter stellt, mit zu thematisieren und sozusagen nicht nur auf dieser identitätspolitischen Ebene zu bleiben. Und das finde ich eine richtige Forderung. Ich würde noch einmal kurz auf die Sache reagieren mit dem, ist das immer antifeministisch, ist das immer regressiv? Also was ich eben... Regressiv vielleicht auch nicht. Ja, genau. Also eben die Frage ist sozusagen, was versteht man unter feministisch und antifeministisch und den Politik und feministisch kann sehr viel Unterschiedliches glaube ich sein, was ich eben sagen wollte, es gibt keine Politik von denen, die man irgendwie als progressiv bezeichnen könnte, nicht gleich wieder in was Regressives eingewoben ist. Also sozusagen, also ich gönne jeder neu gewordenen Mutter irgendwie 5.000 Euro, das ist keine Frage. Die Frage ist nur, wenn das sozusagen in einem diskursiven Rahmen drin steht, wo steht, die Frauen sollen zu Hause bleiben, sich um die Familie kümmern, dann kann man das durchaus auch in einer gewissen feministischen Tradition irgendwie noch dann einordnen vielleicht, aber dann würde ich sagen, da ist dann so ein sehr starkes regressives Moment drin und ob das dann gleich antifeministisch ist, weiß ich auch nicht, weil da würde ich drunter verstehen, dass man dann sich gezielt auf den Feminismus als Feindbild bezieht, was man nicht müsste, aber könnte. Und noch eine letzte Sache dazu, und das ist ja wie so in vielen Sachen von der AfD wundert einen, dass so darüber so mit so Neuheitswert in Deutschland mal gesprochen wird, weil so in Bezug auf die Radikale oder auf die Rechte generell, hat es ja alles sehr, sehr viel Tradition, dass sich irgendwie Familien positiv gefördert und gewürdigt werden, dass Sozialpolitik gemacht wird, die irgendwie vielleicht auch umverteilende Effekte hat. Sozusagen, da wird vieles, glaube ich, heute so als neu gemacht, und die ja, also jetzt ich euch hier nichts Neues, sehr viel Tradition haben. Ich hatte wirklich nur ein paar Nachfragen, überhaupt keine Position in dieser Sache, ne? Nicht, dass ich falsch verstanden bin. Okay, ich habe überhaupt keine Position. Famous last words? Nein. Dann vielen herzlichen Dank. Für